Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, gerade weil es solche Schicksale gibt, die Herr Dombrovskis eben geschildert hat, ist es wichtig, dass wir bei diesem Thema weiter auch zusammenarbeiten. Ausgangspunkt für diesen Antrag war ja seinerzeit ein Fachgespräch, organisiert von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. In diesem Fachgespräch hat der Bundesbeauftragte Roland Jahn ja seinerzeit deutlich gemacht, dass er sich schon wünscht, aus Brandenburg Wortmeldungen, wie es denn weitergeht, wie die Strukturen sich weiter gestalten sollten. Ich denke, dass Heide Schinowski diesen Wunsch aufgegriffen hat, hat Leute zusammengebracht und deshalb auch Dank für die Initiative, diesen Antrag zu initiieren. Der Antrag ist selbstredend, wir stimmen zu und ich werbe auch um Unterstützung. Herzlichen Dank.